24. September 2001, Mutter Gottes. Meine lieben sühnenden Pilgerkinder, ich habe euch zu einem Leben in Gebet und Sühne berufen. Es ist der Wunsch meines göttlichen Sohnes, dass ihr ohne Unterlass betet, damit ihr mit ihm und mit dem Vater im Heiligen Geist in einer ständigen Liebesbeziehung seid. Das Wesen des Gebetes besteht im Zusammensein mit Gott, in dieser innigen Liebesbeziehung. Dies wird für euch im unendlich wertvollen Sühneopfer Jesu und in dessen Erneuerung erfahrbar, ja, mit Händen greifbar. Die Heilige Messe ist die Gegenwärtigsetzung des Sühneopfers Jesu auf dem Altar, damit er so den Seinen ganz nahe kommen und mit jenen eins werden kann, die sich ihm in Glauben und Liebe, mit Vertrauen und demütigen Herzen zuwenden. Jedem menschlichen Opfer verleiht die unendlich wertvolle Sühne von Jesus Christus, sein Kreuzesopfer, seinen Sinn. Denn jeder Christ nimmt mit seinen kleinen und größeren Opfern teil am Erlösungswerk Christi und schließt sich so dem vollkommenen Opfer Christi an. Jeder getaufte Mensch wird durch das Sakrament der Taufe in das Erlösungswerk Christi einbezogen. Doch entscheidet die praktische Verwirklichung im alltäglichen Leben darüber, ob der Mensch danach lebt oder es ablehnt. Ich segne euch durch die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Akt der Liebesreue. Mein Gott, du bist die unendliche Güte und würdig, über alles geliebt zu werden. Darum liebe ich dich aus ganzem Herzen und über alles. Deshalb bereue ich und es schmerzt mich von ganzem Herzen, dich beleidigt zu haben. Mit deiner allerheiligsten Gnade nehme ich mir fest vor, dich nie mehr zu beleidigen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Der Akt der Liebesreue. Mein Gott, du bist die unendliche Güte und würdig, über alles geliebt zu werden. Darum liebe ich dich aus ganzem Herzen und über alles. Deshalb bereue ich und es schmerzt mich von ganzem Herzen, dich beleidigt zu haben. Mit deiner allerheiligsten Gnade nehme ich mir fest vor, dich nie mehr zu beleidigen. Zweiter Oktober 1963. Der Herr Jesus sprach: Lass nicht zu, dass die Erde dich in den Bann zieht. Mit Hilfe meiner Gnade, mit der ich dich überhäufe, fliegst du feig gerade mir zu. Dadurch wirst du ständig im Flug bleiben. Einen Rückfall erlauben wir nicht, denn meine Gnade hält dich in dauerndem Flug. Nahe ist die Zeit, warte geduldig ab. Auch ich kann die Zeit kaum erwarten. Meine Tochter Elisabeth, ich drücke dich an mein Herz und für alle Leiden, die du mit meinem Erlösungswerk auf dich genommen hast, wirst du einen unaussprechlichen Lohn erhalten. 9. Oktober 1963. Auch die heiligste Jungfrau bat mich in sanften Worten: Meine Karmeliterin, achte auf die Stille deiner Seele. Nicht das leiseste Geräusch soll sie stören, denn unsere Worte werden nur dann auch weiterhin an dich ergehen,
wenn du sie in demütiger und heiliger Andacht aufnimmst. Die Worte der allerseligsten Jungfrau habe ich in meinem Inneren empfunden, ähnlich wie wenn wir Mütter um unsere Kinder bangend, besorgt und in Liebe mahnen und beschützen. 18. Oktober 1963. Während der Nachtwache begann die Jungfrau-Mutter mit mir zu sprechen. Dabei übergoss sie meine Seele mit dem grenzenlosen Schmerz ihres mütterlichen Herzens und sprach: Meine Tochter, nur eine Mutter kann meine Bedrängnis und den tiefen Schmerz meines Herzens verstehen. Darum spreche ich zu dir. Du weißt, was Besorgnis ist. Ach, wie viele meiner Kinder stürzen in die Verdammnis. Der Schmerz darüber bedrückt mich. Ich will ihn mit dir teilen, um dich dadurch anzuspornen, mit unserem heiligen Vorhaben zu beginnen. Du bist auch eine Mutter. Und die Sorgen meines Herzens sind auch die deinigen. Währenddessen vermehrte sie in meiner Seele ihren mütterlichen Schmerz und bat mich wiederholt, alle Mühsale auf mich zu nehmen. Ihre Bitte nicht unbeachtet lassen, denn durch mich wird ihr heiliges Anliegen verwirklicht werden. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.